Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmer, meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem Michael Lindner an der Trompete, Lukas Schrüfer an der Klarinette, Franz Hartmann am Tenorhorn und Konrad Stern an der Tuba Sie musikalisch an diesem wunderschönen Platz vor dem Sonnentempel in der Bayreuther Eremitage musikalisch begrüßt haben, darf ich Sie sehr herzlich zum 15. Bayreuther Kulturgespräch willkommen heißen. Eine noch junge Tradition, aber wenn man ein solches Kulturgespräch 15 Jahre hintereinander alljährlich durchführt, kann man schon auch von einer gewachsenen Tradition sprechen. Und natürlich ist es ein zauberhafter Ort, an dem zum wiederholten Male dieses Bayreuther Kulturgespräch stattfindet, die Eremitage. Und ich glaube, auch wenn in Anführungszeichen nur das markgräfliche Opernhaus inzwischen Weltkulturerbe ist, können wir das ganze architektonische, kulturelle, auch geistige Erbe der Wilhelmine von Bayreuth als Weltkulturerbe betrachten. Ziel dieses Bayreuther Kulturgespräches ist es, sich zu aktuellen kulturpolitischen, gesellschaftspolitischen Themen auszutauschen. Wir hatten eine Reihe prominenter Rednerinnen und Redner zu Gast, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, den damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, Kulturstaatsminister Bernd Neumann, den seinerzeitigen bayerischen Kultur- und Wissenschaftsminister Thomas Goppel und andere. Aber ich freue mich besonders, heute einen lieben Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, der mit mir lange Jahre im Deutschen Bundestag gut und vertrauensvoll und freundschaftlich zusammengearbeitet hat, heute hier in Bayreuth in der Eremitage begrüßen zu dürfen, den Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen, Herrn Michael Kretschmer. Herzlich willkommen, Herr Ministerpräsident. Ich begrüße Sie herzlich. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind in diesem wirklich wundervollen Ambiente. Mir tut es fast ein bisschen leid, dass ich ab jetzt nach da schauen muss, weil es hier so schön ausschaut. Ich finde, es ist ein sehr besonderer Abend, dass Politiker ein Gespräch mit Bürgern suchen, ist an sich noch nicht so besonders. Ich stelle auch eine besondere Häufung in diesem Sommer in Bayern fest, wer weiß, woran es liegen mag. Es ist aber ungewöhnlich, dass Politiker nicht nur über Politik und ihr Wahlprogramm sprechen, sondern über grundlegendere Dinge, über das, was das Land zusammenhält, heute in unserem Fall. Und dass Politiker das Gespräch suchen bei Bürgern, die sie gar nicht wählen können, das ist durchaus ungewöhnlich und umso höher ist es Ihnen, Herr Kretschmer, anzurechnen, dass Sie heute hier sind. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen.
Der Hartmut Koschik hat es ja schon berichtet. Der Ministerpräsident nimmt das Wort Gespräch ernst. Er wollte explizit nicht eine Stunde eine Rede halten, Sie dann aufwecken und Ihnen einen guten Nachhauseweg wünschen, sondern mit Ihnen sprechen. Meine Aufgabe ist es, dieses Gespräch zu moderieren. Ich würde Ihnen gerne nochmal den Ablauf schildern. Der Herr Kretschmer wird jetzt in einem kurzen Statement seine Gedanken zu diesem Thema formulieren und uns vortragen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein bisschen wie Urlaub jetzt hier für mich. Nach wirklich anstrengenden Tagen und schlechtem Wetter in Sachsen komme ich in dieses wunderbare Oberfranken und sind freundliche Menschen. Es ist wunderbares Wetter und das ist natürlich ein traumhafter Ort. Ich bin dem Hartmut Koschik sehr dankbar, dass er mich eingeladen hat. Ich verstehe jetzt noch viel weniger als früher, warum er immer durch die ganze Welt gejettet ist und tausend Dinge gemacht hat, wenn er doch so eine schöne Heimat hat. Aber das liegt wahrscheinlich wirklich auch an deinem Drang, Menschen bewegen zu wollen, vermitteln zu wollen, was wir in Deutschland tun und auch so den Kontakt miteinander zu halten. Ich jedenfalls habe mich immer gefreut, wenn du in Görlitz vorbeigekommen bist, denn diese Verbindung zu Schlesien, die hat uns ja auch gemeinsam geprägt. Sie wissen vielleicht, ich bin Görlitzer. Das ist also so, nicht so ein richtiger Sachse, aber mittlerweile gehören wir dazu und ich jetzt besonders. Und deswegen bin ich auch gern gekommen. Liebe Frau Abgeordnete, Herr Bürgermeister, sehr verehrte Ehrengäste, wenn man über Kultur spricht und unter kulturelle Zusammenhalt, dann sind die vergangenen Jahre natürlich im Besonderen prägend gewesen. Denn wir haben schon einen großen Stresstest erlebt durch den Zustrom an Flüchtlingen. Wir haben eine Diskussion geführt über, in der Tat, was hält dieses Land zusammen, was macht uns aus. Und ich finde ja, im Jahr 2018 sind viele Dinge klarer als noch im Jahr 2014 oder 2015. Als wir damals über Leitkultur oder Rahmenkultur gesprochen haben, ist uns häufig unterstellt worden, wir hätten da unlautere Absichten. Heute ist klar, diese Diskussion war wichtig und sie ist auch von Menschen beantwortet worden, von denen wir es vielleicht gar nicht so erwartet haben, dass eben tatsächlich die Frage von Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Frage von Religionsfreiheit oder Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, dass das ganz zentrale Punkte sind, die uns ausmachen, die man auch immer wieder neu verteidigen muss, die eben auch nicht selbstverständlich sind und unumstößlich. Ich glaube, das haben wir in diesen vergangenen Jahren sehr, sehr deutlich gespürt. Und zum Internet, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen sagen, dass mich das in höchstem Maße besorgt, auch das, was ich jetzt gerade in Chemnitz erleben muss. Denn wir haben ganz offensichtlich so eine Parallelwirklichkeit in vielen Bereichen und für einen großen Teil der Bevölkerung. Das, was wir dort erlebt haben, ist, dass es offensichtlich eine nicht zu kleine Gruppe von Menschen gibt, die sich nicht mehr über Zeitungen und Rundfunk und Fernsehen informieren, sondern ausschließlich aus den sozialen Netzwerken, dass dort Informationen verbreitet werden, die mit dem, was wirklich passiert, nichts zu tun haben. Ich habe über den einen jungen Mann, der jetzt sein Leben verloren hat bei dieser furchtbaren Tat, da habe ich ein Kondolenzbuch gesehen, was im Internet veröffentlicht worden ist. Liebenswert, muss man sagen, wie die Leute da sich eingetragen haben, immer nur kurze Sätze. Und wenn man sich es genau anschaut, ist da von Zivilcourage die Rede, davon, dass eine Frau geschützt werden sollte. Und dann haben wir irgendwann mal gefragt, was meinen diese 2.000, 3.000 Menschen, die da sich regelmäßig da eintragen? Was ist der Hintergrund? Da gab es überhaupt keine Frau, da war nichts. Es war eine Auseinandersetzung von, wie wir heute wissen, 7 jungen Menschen, 4 aus einem Flüchtlingshintergrund, 3 mit einem deutschen Pass, die sich da früh um 3 Uhr begegnet haben. Keiner weiß so richtig, warum es da zum Streit gekommen ist, aber von einer Frau ist nirgendwo die Rede. Und bei der genauen Analyse dann im Internet stellt sich fest, dass also da eine Verschwörungstheorie kursiert mit vielen Falschinformationen, dass es um Belästigung ging, und dass diese Gruppe der 3 Deutschen sich da vor diese Frau gestellt haben und dass sie dann in diesem Zusammenhang zu dieser Auseinandersetzung kam und dann wurde mit Messern aufeinander losgegangen und der eine ist dabei gestorben. Das ist nach heutigem Wissen völlig frei erfunden, gibt keinen reellen Hintergrund.
Aber wenn man sich das überlegt, dass das die Wahrnehmung ist der Menschen, die da das sehen, ist vielleicht auch ehrenverständlich, warum auf einmal 2.000, 3.000 Menschen auf die Straße gehen. Weil sie dann wirklich das Gefühl haben, dass der Staat sie hier nicht schützt oder dass hier Dinge passieren, die sie so nicht wollen. Und deswegen ist eine große Herausforderung für uns alle miteinander, dass wir diesen Angriff auf die Wahrheitssysteme miteinander verhindern. Damit meine ich, dass bisher in der Bundesrepublik Deutschland, angefangen von Alexander von Humboldt, es so war, dass wenn eine Tatsache durch Fakten belegt ist, dass sie als wahr gilt, dass sie als Grundlage gilt für unsere Diskussion. Weil man muss ja erst einmal ein gemeinsames Verständnis haben, gemeinsame Faktengrundlage. Und dies ist im hohen Maße derzeit gefährdet, gerade über die sozialen Netzwerke. Und ich sehe in diesem Fall, den wir da gerade auch in Chemnitz haben, wieder einen Beleg dafür und bin noch nicht so richtig an der Lösung, wie man das aufklären kann. Aber das muss uns gelingen. Ansonsten droht uns, glaube ich, in der Tat großes Ungemach. Und das haben wir alle miteinander nicht verdient. Es ist vollkommen klar, dass diese Bundesrepublik Deutschland deswegen so stark ist, weil Demokratie und Rechtsstaatlichkeit das friedliche Zusammenleben von uns allen hier gewährleisten. Und wir müssen denjenigen, die das gefährden, mit Falschinformationen, mit Populismus und mit Hass entschieden entgegentreten. Das wird jetzt auch die Aufgabe sein, die da vor uns steht. Ich denke auch, dass wir da auch stark sind. Aber wir sehen trotzdem an diesem Fall, wie sehr das Ganze doch empfindlich ist, gefährdet ist. Und deswegen müssen wir da, glaube ich, miteinander rangehen. Ich freue mich in der Tat auf das Gespräch mit Ihnen, meine Damen und Herren, weil ich nichts weniger leiden kann als lange reden. Und deswegen freue ich mich lieber von Ihnen zu hören, wie Sie die Dinge sehen, wo Sie vielleicht auch Kritik anzubringen haben. Meine Erfahrung nach 8 Monaten Ministerpräsident im Freistaat Sachsen ist genau die, dass die Leute eigentlich nicht lange Monologe hören wollen, sondern eher selber sagen wollen, wie sie die Sachen sehen und was sie von uns Politikern erwarten. Und deswegen bin ich gern gekommen und freue mich jetzt auf die Diskussion mit Ihnen. Herzlichen Dank. Ja, das Ehrenamt wird immer wieder als der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, bezeichnet. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen nicht nur in ihren Berufen, in ihren Familien sich wohlfühlen sollen und in ihren jeweiligen Regionen, dann spielt eine ganz wichtige Rolle sicher auch das, was man als Beziehungsgeflecht bezeichnen kann, die Beziehungen, und die werden meines Erachtens schon im Ehrenamt ganz besonders gefördert. Aber jetzt meine konkrete Frage an Sie. Was unternehmen Sie oder unternehmen Sie bitte was in Ihrem Terminkalender, dass die Bedeutung dieses größten deutschen Rentenversicherungsträgers auch in Ihrer Bevölkerung bekannt wird? Weil das sehe ich als einen ganz wesentlichen Kitt an. Danke. Ich will mal sagen, die Frage, wie Zusammenhalt oder Gemeinsamkeit entsteht, ist ja wahrscheinlich durchaus so auch zu beantworten. Man muss gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Erzählungen, etwas Gemeinsames zusammen getan haben. Und Sie haben angesprochen, die deutsche Einheit und diejenigen, die geholfen haben beim Aufbau Ost. Das hätte ich auch nochmal sagen können, deswegen will ich es jetzt nochmal nachschieben. Ich finde ja persönlich, dass das die größte patriotische Leistung ist, die die Deutschen jemals erbracht haben. Nicht? Ein Teil des Landes hat über einen langen Zeitraum auf Wohlstandszuwachs verzichtet, um den anderen aufzubauen. Es sind Leute aus den alten Bundesländern aus ihrer Arbeitswelt herausgegangen, sind umgezogen, haben aufgebaut. Und Sie merken das, wir im Deutschen Bundestag, aber auch überall in der Verwaltung, wo Sie hinkommen, die das gemacht haben, die da dabei gewesen haben, sind, die haben so eine starke Identifikation, für die ist das so was Wichtiges. Dass das wirtschaftlich gelungen ist,
ist der eine Grund für dieses Engagement. Aber dass dieses Land wirklich zusammengewachsen ist, dass es jetzt eine gemeinsame Identität gibt, das geht nur daran, weil man diese Arbeit gemeinsam gemacht hat. Und was ich auch noch glaube, was wirklich die Jugend begeistern würde, wenn man wieder mehr so Zeltplätze, Jugendlager oder sonst was ab und zu austauscht, wenn man von der einen Seite mal zur anderen rüberfährt. Gemeinsame Sportveranstaltungen oder Kulturveranstaltungen. Mhm. Das sind wirklich Sachen, wo man Jugend begeistern kann und wo man die Leute dann vielleicht auch einmal zu solchen Orten bringt, von denen sie sonst überhaupt nie was hören. Also da kann man durchaus, glaube ich, auch im Schulunterricht noch ein bisschen mehr anschieben. Und wenn man da die Kultusminister ein bisschen zusammenbringt, die Entfernung ist nicht weit. Und da hat man wirklich tolle Ausflüge. Zum Beispiel das Wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium hat es so gemacht, dass praktisch der erste Ausflug aus der 5. Klasse über Jahre nach Rudolstadt in die dortige Partnerstadt mitgelaufen ist. Und da waren wirklich fast keine Jugendlichen vorher da gewesen. Müssen wir unbedingt machen. Sowas gibt Zusammenhalt. Gemeinsame Verbindungen sind da mit Sicherheit ganz sinnvoll. Danke. Ich habe ja bei meinem letzten Besuch hier bei Markus Söder, war so ein Journalist dabei, der ihn irgendwie quälen wollte. Ist ihm nicht sonderlich gelungen, aber es ging immer um irgendeine Zugverbindung nach Thüringen. Ich habe immer so geguckt und so und dann sagte er, ja, wie ist das denn mit dem Höllengrund? Was meinen die mit dem Höllengrund? Offenbar ist es so, wenn man von Hof nach Thüringen fahren will, muss man durch den Höllengrund durchfahren. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, fahren Sie nicht nach Thüringen, fahren Sie nach Sachsen, dann müssen Sie durch keinen Höllengrund durchfahren. Und dann ist es auch viel angenehmer. Ich finde das einen wunderbaren Gedanken, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was ich heute Morgen erlebt habe. Und ich wäre sehr froh, wenn wir es mit Bayreuth und Chemnitz machen könnten. Jugendberlinale wäre genau das, was wir jetzt brauchen würden. Greife ich gerne auf. Und wenn das schon mal so ein Ergebnis des heutigen Abends sein könnte. Diese Fremdzuweisungen, das muss, kann man nur korrigieren, indem man mit diesen Gruppen, die diese Fremdzuweisungen machen, spricht. Versucht, sie einzubinden in eine allgemeine Diskussion, sie sozusagen von dem zentralen Punkt der Kultur oder auch des politischen Verständnisses abzuholen und versucht, ihre extremen Meinungen, sei es nun links oder sei es rechts, in irgendeiner Form einzubinden. Mhm. Ich glaube, das muss gelingen, sonst hat man ganz, ganz große Schwierigkeiten. Das, was Sie am Schluss gesagt haben, sind natürlich ganz hervorragende Möglichkeiten. Ich sehe das auch so an. Aber muss klar sein, dass man mit diesen Gruppen, seien sie noch so extrem, in Kontakt bleibt, mit ihnen spricht. Ich glaube, nur so kann man ihre Argumente, die häufig sehr schief liegen, entkräften. Vielen Dank auch an Sie für die Diskussion, Ministerpräsident Kretschmer. Und ich habe ein Zitat von Gerhard Richter, einem Landsmann. Ja. Kunst ist die höchste Form der Hoffnung. Das sei das Schlusswort. Ich übergebe an Hartmut Kruschig. Kunst ist die höchste Form der Hoffnung. Ja, einen ganz herzlichen Dank an Eva Lell, die es hervorragend verstanden hat, alle Fragen, alle Wortbeiträge, die Sie auf dem Herzen hatten, auch Raum zu geben. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Lell, für die tolle Moderation. Aber auch ein herzliches Dankeschön dem Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer. Also, ich muss sagen, ich habe es lange nicht mehr erlebt, dass ein Politiker sagt, ich werde nur kurz reden und dann wirklich nur kurz redet und auch nicht auf jede Frage doppelt so lang antworten muss. Also ich sage das mal selber aus meiner Zeit, ja. Ich habe immer vor mir selber Angst gehabt, wenn ich gesagt habe, ich rede jetzt nicht lang, weil dann wusste ich, irgendwann verliere ich mich und es wird viel länger, als wenn ich ein Manuskript gehabt hätte. Also lieber Michael, ganz herzlichen Dank. Das war ein wirkliches Gespräch mit einer tollen Gesprächsatmosphäre. Und da noch einmal dir herzlichen Dank, aber auch Ihnen, Frau Lell, für die tolle Moderation. Gut.